Wo stehen wir 2023 in der Erwachsenenbildung? Digitalität ist unsere Umgebungsbedingung geworden und unter diesen Bedingungen findet Erwachsenenbildung statt, egal ob der gemeinsame Kursraum physisch oder online ist. Unsere Gesellschaft hat den Leitmedienwandel weitgehend durchlaufen. Wir sind mobil permanent online, können Informationen überall abrufen und immer online kommunizieren. Und der Lernschub durch die Corona-Maßnahmen ist uns allen bekannt. Wobei nicht nur ErwachsenenbildnerInnen, sondern auch TeilnehmerInnen sehr viel dazugelernt haben bezüglich Online-Anwendungen. Und nach den Corona-Maßnahmen haben viele Teilnehmer jetzt auch ihre Erwartungen verändert. Sie sind stärker gewohnt, anlassbezogen und selbstständig zu lernen, sich online Informationen selber zu suchen oder sich Know-how im Austausch miteinander anzueignen. Das ist auch durch Forschungsergebnisse belegt. Daneben gibt es seit den Lockdowns bei vielen Teilnehmenden so etwas wie eine Netflix-Erwartung. Sie möchten Bildungsangebote kurzfristig buchen und absagen können und auch selber entscheiden, von wo aus sie teilnehmen. Sie möchten also noch flexibler sein als vorher. Und in dieser Situation stellt sich natürlich die Frage, wie sich die Erwachsenenbildung dazu verhalten kann und soll. Viele Anbieter haben auf diese neuen Erwartungen in den letzten Jahren mit hybriden Veranstaltungen reagiert, um die örtliche Flexibilität zu gewährleisten. In diesen Jahren hat auch eine Professionalisierung stattgefunden bezüglich Hybridität. Die unterschiedlichen Settings sind ausdifferenziert worden und erklärt worden und verschiedene Beteiligungsformen wurden gelernt. Und dann haben noch viele ihre Moderation und ihre Außenkommunikation bei hybriden Veranstaltungen verbessert. Dazu darf ich Sie auch auf unsere Kursressourcen verweisen und auch auf die Infoseite zu Hybridveranstaltungen auf erwachsenenbildung.at. Es haben aber auch etliche Anbieter in den letzten Jahren begonnen, auf flexiblere Formate mit Lernbegleitung zu setzen. Da wäre noch vieles möglich, wobei diese Formate dann aber auch neue Geschäftsmodelle und neue Rollen in der Erwachsenenbildung nach sich ziehen müssen. Hier ist dann vor allem das Bildungsmanagement gefordert. Und genau das werden wir hier im eBEMUG 2023 in Modul 4 ansprechen und gemeinsam mit Gabi Filzmoser von der AG Bildungshäuser Österreich ganz konkrete Vorschläge dazu bringen. Gleichzeitig hat Medienkompetenz in der digitalen Gesellschaft in letzter Zeit nicht nur eine neue Wichtigkeit, sondern auch qualitativ eine neue Bedeutung erlangt. Das hat zu tun mit den Algorithmen, die unsere Alltagsprozesse durchdringen, unter anderem in den sozialen Medien. Und es hat auch zu tun mit den Geschäftsmodellen, die von den großen Technikfirmen ausgehen und auf die Alltagspraxis vieler anderer Medien weiterwirken. Und 2023 kommen dazu noch die Produkte von künstlicher Intelligenz. Und all das bewirkt, dass wir eine gesteigerte Informationskompetenz brauchen. Eigentlich sogar eine redaktionelle Gesellschaft, zumal wir ja in den sozialen Medien selber Inhalte produzieren und auch mit KI zunehmend eben selber Inhalte in die Welt setzen. Das alles werden wir in diesem eBEMUG in Modul 3 vertiefen und zwar mit dem Bundesinstitut für Erwachsenenbildung, namentlich Mario Friedwagner als unserem Partner. Natürlich hat sich in den letzten Monaten auch sehr viel getan bezüglich Tools und Technik. Allein die neuen Zoom-Funktionen sind eine eigene Lernunterlage wert, die Sie hier bei uns in den Kursressourcen finden. Und die meisten von uns haben in ihrer Standardsoftware sehr viel mehr an Bord, als ihnen bewusst ist. Nicht nur das, sondern auch die mobile Videoproduktion ist viel leichter geworden. Das alles wollen wir herzeigen. Es ist aber auch mit der steigenden kritischen Medienkompetenz die Skepsis gegenüber den Tools der datenhungrigen Großanbieter gestiegen und datensparsame Tools sind wichtiger geworden. Und diesen Themen und den aktuellen Tools gehen wir hier im eBEMUG in Modul 2 nach und haben dafür als Partner die Virtuelle Pädagogische Hochschule mit gleich zwei Referierenden mit an Bord. Und Sie finden hier in den Kursressourcen gleich zusätzliche Tipps zur Hardware und auch einfache Tipps zur Fehlerbehebung, wenn einmal etwas nicht funktioniert. Im Vordergrund der Diskussionen steht aber 2023 natürlich die künstliche Intelligenz, also KI-Anwendungen, die frei zugänglich sind und schon für viele hitzige Debatten gesorgt haben. KI hat enormes Potenzial, auch für Lehr- und Lernprozesse und deren Vorbereitung, bringt auch Risiken mit sich und wirft grundsätzliche Fragen auf. Und die Erwachsenenbildung hat im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz ganz neue Aufgaben, mit denen wir uns dringend befassen müssen. Und genau das tun wir im Modul 5 des eBEMUG 2023.
als Partner. Dabei ist vor allem die Technische Universität Graz wichtig, vertreten durch Martin Ebner vom Institut für Lehr- und Lerntechnologien. Zuletzt noch ein paar Worte zu den Begrifflichkeiten in diesem Video und im ganzen eBEMUG 2023. In den Pandemiejahren haben sich ja einige Begriffe verschoben oder einen Bedeutungswandel durchlaufen, die das Lehren und Lernen betreffen. Bitte verwenden Sie dafür das Glossar der Begriffe im Wandel auf Erwachsenenbildung.at, um sich zur aktuellen Begriffsverwendung in der Erwachsenenbildung zu orientieren. Oder auch, wenn Sie einfach wissen wollen, was wir hier im eBEMUG mit Begriffen wie Hybrid oder Live oder Online wirklich konkret meinen. Auch die digitale Kompetenz ist ja ein umstrittener Begriff. Und ich möchte hier Michael Kerres zitieren, wenn er sagt, wie digitale Kompetenz anzulegen ist, hat nicht nur mit disziplinären Perspektiven, sondern auch mit Machtinteressen zu tun. Da kann ich ihm nur recht geben. Und Kerres weist uns auch auf eine Entwicklung hin, die man jetzt schon gut beobachten kann, nämlich dass man digitale Kompetenz immer weniger isolieren kann, je mehr die Digitalität, so wie jetzt, mit unserer Lebenswelt verwoben ist. Das war jetzt ein kurzer Überblick und ein schneller Ritt durch das, was uns in diesem Kurs bevorsteht, aber auch, wo die Erwachsenenbildung jetzt steht. Sie finden hier in den Kursunterlagen reichlich Lesestoff zum Eintauchen, wenn Sie das eine oder andere näher interessiert. Und falls Ihnen dieses Video woanders unterkommt als im eBEMUG, darf ich Sie ganz herzlich einladen, kommen Sie doch einfach noch zu uns in den Kurs.